Okay Leute, im heutigen Video besprechen wir das perfekte Training für Muskelaufbau. Ein für alle Mal. Sprich, wenn du derzeit 5 Trainingsbälle durchjonglierst und immer noch so aussiehst wie der Durchschnitts-Powerlifter, beziehungsweise derzeit auch ich, dann hör jetzt genau zu. Und falls es dir nicht aufgefallen ist, in diesem äußerst kreativen Intro waren schon die 2 Hinweise drin, die für uns heute hier ausschlaggebend sind. Essentiell wichtig, um diese Frage beantworten zu können, was denn jetzt für dich der perfekte Trainingsplan für Muskelaufbau ist, ist natürlich herauszufinden, was ist denn der Faktor, speziell der Faktor, der entscheidend ist für Muskelaufbau. Ist es schweres Gewicht, leichtes Gewicht, hohe Rep-Zahlen, niedrige Rep-Zahlen, 5-mal die Woche, 4-mal die Woche, 3-mal die Woche, vielleicht sogar 7-mal die Woche, 8-mal die Woche, man weiß es nicht. Und ich kann dir garantieren, wenn du 5 erfolgreiche Leute fragst, du kannst 5 verschiedene Antworten bekommen. GK-Plan, Oberkörper, Unterkörper, Push-Pull-Beine, völlig egal. Was das jetzt für dich bedeutet, ist wichtige Informationen. Und zwar, dass der Trainingsplan, den du benutzt, an sich völlig scheißegal ist. Es scheint alles zu funktionieren. Und auch wenn wir uns die Studienlage angucken, man kann bis heute nicht genau festhalten, welcher Faktor primär verantwortlich ist für Muskelaufbau. Ob es muskuläre Schäden sind, ob es mechanischer Reiz ist, ob es metabolischer Stress ist. Es kann dir keiner sagen. Entsprechend ist es auch gar nicht so wichtig, was du davon speziell in deinem Training attackierst. Hauptsache, du hast alles abgebildet. Die Gemeinsamkeit, die du aber finden wirst, in jedem der Trainingspläne und in Studien, wenn du sie anguckst, ist ein gewisses Trainingspensum in einem API-Bereich nahe dem Muskelversagen. Das muss nicht unbedingt Muskelversagen sein, aber es sollte nah am Muskelversagen sein. Bedeutet letztendlich einfach, dass du ein gewisses Volumen in einem anstrengenden Bereich in deinem Training machen musst. Pro Übung, pro Muskelgruppe, was auch immer. Das halten wir jetzt mal fest. Und den zweiten Hinweis, den siehst du hier. Die letzten Wochen bei mir waren recht stressig. Und die letzten Monate, wenn nicht sogar Jahre seit diesem Kniethema, habe ich nie wieder richtig in mein Training reingefunden. Ich habe nie wirklich nach Trainingsplan trainiert, außer vielleicht mal phasenweise. Und das Ergebnis siehst du hier. Ich sehe aus wie ein besseres Schulmädchen. Vielleicht ein bisschen mehr Oberschenkelumfang. Aber viel mehr ist nicht übrig geblieben. Du kannst den krassesten Trainingsplan haben, den du haben willst. Wenn du den nicht umsetzt, wenn deine Ernährung nicht stimmt, wenn dein Schlaf nicht stimmt und du gar keinen Bock auf deinen Plan hast, dann bringt das alles nichts. Die 2 Stunden, 3-mal die Woche, die du da im Gym verbringst, ja, das ist nicht die Garantie dafür, dass du massivst Muskeln aufbauen wirst, sondern es ist einfach nur mal die Eintrittskarte, um die Arbeit zu verrichten, die dann kommt. Dann geht's los. Das heißt, du musst dranbleiben, kontinuierlich dranbleiben und Arbeit reinstecken. Und das, meine Freunde, sind die 2 Punkte für den perfekten Trainingsplan. Punkt Nummer 1. Such dir einen Trainingsplan, der dir Spaß macht und der ein Volumen hat, dass du 1 bis 2 Tage nach dem Training immer noch spürst und in der nächsten Einheit aber trotzdem leistungsfähig bist. Was ich dir da empfehlen kann, schau dir einfach mal eins meiner anderen Videos an, wo ich einen Push-Pull-Beine-Plan vorstelle oder UK-Plan vorstelle oder zieh dir einfach mal meinen kostenlosen Trainingsplan für Anfänger an, nur in der Beschreibung. Dann hast du eine solide Basis mit Grundübungen, weil das wäre auch meine Empfehlung, wenn es Spaß machen soll und alles abdecken soll, dass du einsteigst mit Grundübungen, die du schwer machst auf Progression. 4er, 5er, 6er Reps vielleicht. Dazu dann Zusatzübungen in einem 8 bis 12er Wiederholungsbereich und dann mit Isolationsübungen die Muskulatur fertig machen. 15, 20 Reps oder sogar mehr. Einfach, dass du alles abgedeckt hast und trotzdem Powerbuilding-Style trainieren kannst, Spaß bei der Sache hast und ja, im Prinzip das gesamte Spektrum abgebildet hast mit einem vernünftigen Volumen. 2. Punkt, mach deinen Plan umsetzbar. Das heißt, es sollte nicht nur Spaß machen, sondern tatsächlich auch in deinen Alltag einpassen. Das heißt, trainiere nicht auf Kosten von Ernährung, Schlaf oder sonstigem, sondern such dir einen Plan, deswegen sind die Pläne in meinen Programmen auch immer auf 3, 4, 5, 6 Tage aufgeteilt, der wirklich reinpasst, sodass du noch genug Zeit hast, dich vernünftig zu ernähren neben dem Training, noch genug Zeit hast, vernünftig zu schlafen, weil nicht nur das Training ist wichtig, sondern auch die Ernährung, der Schlaf und dass du es halt kontinuierlich durchführen kannst. Es hilft dir nichts, wenn du 6, 8 Wochen das Ding komplett durchziehst und danach immer wieder Trainingseinheiten ausfallen lässt. Das bringt einfach nichts. Und 3. Punkt, habe ich eben eigentlich schon erwähnt, trainiere mit einem Volumen, das dich fordert. Das heißt, du spürst dein Training 1 bis 2 Tage in der Muskelgruppe nach dem Training, bis du dann wieder ins nächste Training reinstartest und genauso leistungsfähig oder leicht leistungsfähiger bist als das Training davor. Das wäre das optimale Volumen. Ich empfehle dir aber, wenn du jetzt einen Plan anfängst, den wirklich erstmal zu machen, weil es braucht eine Zeit, bis du dich daran gewöhnt hast. Und wenn du dann merkst nach einer Zeit, ah, das ist ein bisschen zu wenig, dann schraubst du ein bisschen hoch. Wenn du aber merkst, Bro, Alter, alle 3 Wochen, ich bin am Arsch, dann machst du ein bisschen weniger. Aber ansonsten zieh den Plan durch. Erst recht, wenn es mein Einfängerplan oder so ist. Der hat ein gutes, normales Volumen und vor allen Dingen ein Progressionsschema. Das heißt, was du unbedingt auch haben solltest, ist irgendeine Methode, mit der regelmäßig gesteigert wird, dass du nicht irgendwie nach Gefühl trainierst. Vor allem, wenn du Anfänger bist, wird dir das definitiv Probleme machen. Das heißt, guck, dass du auf die Dauer mehr Volumen machst, Progressionsthema drin ist, ein Volumen hast, das dich fördert. Ja, und that's it. Und alles andere, ob du UK, UK, Push, Pull, Pull, Push, Beine, ist alles Präferenz. Hauptsache, es macht dir Spaß, weil funktionieren tut alles. Ich hoffe, dir hat das Video weiterhelfen können. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Peace.